Udo, Ja. bist du auf dem Weg zum Sportplatz? Nee, ich bin noch unterwegs nach Honolulu und habe einen Friseurtermin. Natürlich bin ich auf dem Weg zum Sportplatz. Ja, komm mal zu mir nach Hause, ich brauche Hilfe. Oh, das ist nicht. Das ist auch Kuckuck. wieder meine Fresse. Hier verlierst du bald dein Hinterrad. Gott, oh Gott, oh Gott. Pflaster das mal. Pflaster hier mal. Bist du denn so gestresst, ey? Ja, ich komme jetzt gerade von der Arbeit. Dann ruft mich hier einen Herrn Zieren an, wo ich dann auf dem Weg zum Sportplatz noch meinen wohlverdienten Kaffee trinken will und muss hierher kommen. Hast du einen Kaffee? Nein, woher? Ja, das war mir wieder klar. Du hast dich jetzt vorher noch einen schönen gemütlichen Kaffee getrunken, so wie ich dich kenne. Was kann mir jetzt für dich tun, Herr Zieren? Was ist das? Treckerschlüssel. Ich weiß nicht, wie der Trecker angeht. Beziehungsweise ich weiß, wie der Trecker angeht, aber ich weiß nicht, wie der Trecker fährt. Du bist Platzwart, du musst zur Hölle wissen, wie so ein Trecker fährt. Trecker ist nicht gleich Trecker. Du hast gesagt, du kannst jeden Trecker fahren. Das habe ich nie behauptet. Hast du gesagt? Mir hat gesagt, mit mir kann Trecker fahren. Aber ja, siehst du, da kannst du ja Trecker fahren. So einen Trecker habe ich noch nie gefahren. Ich brauche wirklich jemanden, der mir das erklärt. Jetzt im Ernst. Können wir den Anhänger da wegstellen dann? Der muss weg. Wenn der nämlich ruckartig rauskommt, dann habe ich keine Schuld an den Anhänger. Du musst jetzt das Ding losmachen. Zieh nur doch. Nee, rumfahren. Ruft er mir an, um Trecker zu fahren. Du hast so einen Helm, anstatt selber zu ausprobieren. Udo, braucht er wirklich Hilfe? Ja. Guck dir mal an, wie alt das Ding ist. Ach so, weil ich jetzt 58 bin. Meinst du, das Ding ist auch 58 und mir kennt sich damit aus? Der Vorteil ist halt, wenn ich den anmache und versuche, damit zu fahren und was kaputt mache, bin ich ja schuld. Wenn du damit fährst und was kaputt machst, dann sag ich, wer hat den Geistesgestörten auf den Trecker gelassen? Der hat mir den Schlüssel geklaut. Ja, aber das sieht man ja im Video. Da kann ich ja rausschneiden, wenn du was kaputt machst. Mir ist unschuldig, liebe Leute. Mir ist sowas von unschuldig. Mir wird gedrängt, auf dem Trecker zu sitzen. Und mir wird das jetzt ausprobiert. Fein, so ein alter Deutz ist das, Udo. In grün. Ein grüner Deutz. Nee, echt? D4006. Ja, was heißt das, D4006? Keine Ahnung. Ich saß da auf jeden Fall schon drauf. Ich habe den angekriegt. Da gibt's Beweise für. Ich konnte aber nicht fahren. Dann hast du die Gangschaltung nicht gefunden. Jawohl. Ja, kann ja nicht. Dann würdest du ja mitfahren. Ja, also hast auch wieder recht. Guck mal, der hat sogar einen anständigen Motor, Udo. Das ist alles vom Feinsten. Der hat richtig Schmackes. Das ist kein Motor, das ist Hydraulik. Und das ist, glaube ich, die Zünddingsbumsterbahn. Der so. Trecker Professor Tesch. Ja, und das ist der Motor hier oben. Das ist der Auspuff. Verkrümmung heißt das, glaube ich. Und das ist Hydraulikschlauch. Und das ist ein Horn, wo du dann pfeifen kannst. Da kommt Qualm raus. Wenn der Trecker anspringt, Udo, dann können wir dir so einen Parcours aufbauen mit den Pferdehürden. Und dann ich muss doch erstmal mit dem Trecker hier raus sein, den überhaupt erstmal anzukriegen. Komm doch mal her. Oh Gott, was willst du? Wir wollen einen Trecker fahren. Ja, machen wir sofort. Damit die Leute draußen Bescheid wissen, wir sind hier bei meinem Elternhaus. Ich habe das Erbe jetzt angetreten. Mir gehört jetzt auch der olle Trecker. Ich weiß nicht, wie der geht. Und du musst mir jetzt zeigen, wie der geht. Ja. Damit wir da rumfahren können. Weil wir müssen ja mit dem Trecker hier jemand rumfahren. Da können wir mal einen Sportplatz mit rumfahren, Sachen kaputt machen. Ja, von wegen, da kommt der nicht auf den Sportplatz, dann hau ich dir lieber die Achseln ab. Und wir sind richtig nah am Fußballplatz dran, ne? Ja. Ja, auf Luftweg 500 Meter. Das sag ich dir. Da hinten irgendwo ist der Sportplatz. Nee, da hinten. Nein. Ja. Nein. Hier gehst du auf den Hauptplatz und da ist der Trainingsplatz und da ist die Kabine. Willst du mir jetzt einen erzählen? Ich bin hier schon groß geworden. Ja, und ich nicht, oder was? Nee, du bist ja als Pampersliga hast du mehr wie den Reitplatz gar nicht gesehen hier. Außerdem, mir ist gerade was aufgefallen. Ja. Hier sind Treckerspuren. Da Nein, ist doch das sind Baggerspuren. Ach so, ja, das stimmt ja, der Bagger. Ja, den können wir jetzt anfangen. Soll ich es ausprobieren? Mehr jetzt den ganzen Tag Zeit. Können wir jetzt anfangen, Trecker zu fahren? Wenn du fahren kannst damit. Ja, das ist ja auch ein anderes Stück Papier. Trecker ist nicht gleich Trecker. Das ist auch ein anderes Stück Papier. Ja, ist es auch. Weil ich bin noch nie so ein Trecker gefahren. Das weißt du auch. Woher soll ich das denn wissen? Ich habe dir das gesagt. Ich habe damals auf dem Sportplatz vor 9 Jahren auch eine Einweisung gekriegt für den Trecker. Ja, und jetzt machst du mir eine Einweisung auf dem Trecker. Ja, kann ich doch nicht. Das ist doch nicht der gleiche Trecker. Schwein wieder von Holz hier liegen hat. Da ist Papas Auge wieder glücklich. Also wir können, bist du wirklich, beim Feuerholz ist bei dir vorbei, ne? Ja, wir können ja ein Abkommen machen. Wenn ich den Trecker ankriege und losfahren kann, kriege ich Hälfte vom Holz. Das sägst du hier aber mit kaputt. Ja. Ich habe noch nie jemanden gesehen, also bei Feuerholz, ne? Das liegt doch schon ein bisschen länger, das ist schon bald trocken. Feuerholz schlägt mir Herz bis am Hals. So, komm. Diese Lebensweisheit, Udo. Ja. Ich habe auch 58 Jahre Lebensweisheit. Für alle da draußen, die Interesse haben, wir drehen hier bei meinem Elternhaus eine kleine Miniserie, wie das hier alles neu gemacht wird oder umgebaut wird. Ich blende euch das kurz ein, könnt ihr gerne reinschauen, abonnieren. Aber jetzt machen wir erstmal den Trecker fertig. Dann bist du Platzwart und musst hier privaten Trecker einfahren. Ja, Udo, aber einer muss mir das auch zeigen. Ja.
Soll ich dich mit Margarine einschmieren, damit du da hochgleiten kannst? Nee. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Schlüssel. Guck mal, Udo, das sieht aus wie so ein altes Flugzeugcockpit, ne? Das ja. Ist ja nur, also wenn du den nicht ankriegst, dann weiß ich auch nicht. Da sind nur ein paar Hebel, so 6 Stück oder 7. Hier, guck. Ja, aber hier. Wo kommt der Schlüssel? Ach, da. Das ist aber blöd gemacht. So. Ist das mit Kaltstarter? Oder kann ich die so anmachen? Wo soll ich das denn wissen? Wo hast du denn drauf gedrückt, als du den angemacht hast? Ich glaube, ich habe hier dran gezogen. Ja, so. Und dann habe ich den Schlüssel umgedreht. Aber da ist keine Batterie mehr. Ach so. Da ist keine Batterie mehr, Wilke. Geht gar nicht an. Hey, Wilke, du holst mich hierher und die Batterie ist leer. Ich dachte, du willst Feuerholz haben. Ja, du hast die Batterie leer. Kann nicht wahr sein. Jetzt setzt du mir eine Feierabend hier auf den Trecker und Udo, Batterie. Ich hab die noch auch angekriegt. Ja, aber der zeigt dir gar nichts an. Immer Klick. Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich Feuerholz kriegen oder hat er mir Batterie leer gemacht? Wie geht das Ding denn jetzt? Willst du mich verarschen oder was? Sitzt da irgendwo noch ein Knopf? Hier sitzt so einer. Weit war ich auch schon, Bruno. Da kriegst du keine Ohren für. Aber wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah, hier. Hier, pass auf, pass auf. Da ist Musik in Ohren, was? Das gibt Feuerholz in Udos Schuppen. Du machst das nur mit dem Feuerholz? Nein! So, jetzt warte ich. Fahr los, Udo! Hey, ich muss das Ding hier hochkriegen! Du fahr doch los! Ja, du fahr doch nicht! Handbremse? Hat das Ding eine Handbremse? Ja, muss ja. Ah, hier. Udo, du musst erst den Frontlader hoch. Ja, aber wie? Frontlader, Udo. Ja! Oh, yes, heißt nicht. Wie geht der denn hoch? Ah! Ah! Geil, Udo. Warte, warte. Wo hast du was gemacht? Ich muss es auch wissen. Ein Quadrat ziehen. Dann geht er hoch. Mach mal. So, Papa hat das und das schon geklärt. Und jetzt muss ich ja hin, dass das Mähwerk mit den hochfahren. Ja, aber noch wichtiger ist, wo ist die Hupe? Wo hast du das Mähwerk denn jetzt hochgemacht? Hier! Das weiß ich! Hier! Das ist das Mähwerk? Ja. Mach doch mal hoch, warte. Ich muss ein bisschen vor. Papa, zieh viel Holz. Fahr doch mal vor, Udo. Ja! So. Aber ich suche aber die Hupe noch. So, vorweg! Muss ich denn so umstehen? Udo! Ja! Aber geil, dass ich jetzt einen eigenen Trecker habe. Da kannst du nicht gegen anstinken mit deinem kleinen roten Sportplatz-Trecker. Aber meiner ist schöner! Wenn du jetzt Hilfe brauchst in Zukunft, dann rufst du mich an und komm mit dem Trecker vorbei auf dem Sportplatz. Du kannst mit dem Frontlader, aber nicht auf dem Sportplatz, weil der hat keine schonenden Reifen. So, jetzt muss ich den Rückwärtsgang noch finden, wie er fliegt. Weißt du eigentlich, das erste Mal, was du mich gebeten hast, dass der Plan funktioniert bei dir. Ja, aber ich wusste, dass du das kannst. Ich kann es halt echt nicht. Nee, du musst nur ein bisschen probieren gegenüber studieren. Du ja, musst alle Hebel so ein bisschen nachdenken. Ja, hab ich ja letztes Mal. Ja, aber du hast ja nichts hingekriegt. Nee, weil ich nichts kann. So, ich erkläre dir das. Komm her, das ist jetzt der schönste Moment für mich,
dir was zu erklären. Bei mir geht jetzt ein Herz auf, weil mir kriegt ja jetzt Holz. Das ist der Sitz. Danke, Udo. Bitte. So, Tür zu. Ja, das anmachen kann ich den. Anmachen hast du doch jetzt rein. Ja, das kann ich. So, dann musst du hier die Kupplung drücken. So, das ist die Gangschaltung. Ja. Die drehst du hin, nach hinten hin. Das ist den Rückwärtsgang. Okay. So. Also und wenn Kupplung du, wie beim Auto. Richtig. Und wenn du Vorwärtsgang hast, dann musst du die Kupplung wieder drücken. Ja, wie beim Auto. Ja. Und dann tust du einfach zack und nach vorne hin. Mehr ist er nicht. Und Hebel habe ich mir auch gezeigt. Park wieder rückwärts ein und auf. Ja, mach ich jetzt auch. Ja, wie der ausgeht. Das macht den Trecker doch aus. Das geht ja nicht. Mach den doch immer aus. Schlüssel, ja, der läuft ja. Das Problem hatte ich letztens auch. Ja, und wie geht das jetzt? Da ist irgendwo so ein Hebel, da musst du dran ziehen. Ja, da doch nicht. Unten. Hier an diesem Moped, da unten irgendwo. Bist du blöd, Herbert? Geht doch nicht! Dem Hebel ziehen? Ich hab keine Hebel mehr! Oh, Wilke, macht das Ding aus! Willst du den Trecker nicht mal ausmachen? Ja, wenn Diesel auf ist, dann geht er aus. Ich weiß nicht, wo der Hebel sitzt. Zum Ziehen, Udo, den musst du nur zu dir ziehen. Hier, das ist der einzige. Geht nichts. Oh, warte. Ah! Da unten saß noch ein roter Knopf. So. Das war das Problem letztes Mal. Ich habe den anbekommen, aber den Frontlader nicht hochbekommen. Ja, das siehst du schlecht. Ich bin ja noch größer du, als du. Ja, ja, den siehst du schlecht. Aber du kannst den Sitz auch auf deine Größe einstellen. Das heißt, du kannst weiter zurück. Mach mal, stell mal schon mal ein. Ja. Weil demnächst will ich damit zum Fußballplatz fahren. Ja. Was willst du? Damit zum Fußballplatz fahren und besuchen kommen. Ja, ist der dann TÜV geeignet? Ja. Der ist hinten. Weiter geht er gar nicht. Da wird's aber eng mit deinen Füßen, ne? Und du brauchst sie jetzt auch nicht ablassen. Feuergeholz gehört mir, Hälfte. So. Du bist doch so geil auf Feuerholz eigentlich. Ja, weil letzte Zeit ist das ziemlich teuer, Feuerholz. Und Tümi hat jetzt einen Deal gemacht und der Deal, der steht. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass du damit fahren kannst. Ich auch nicht. Ich bin selber überrascht. Oh, was ein schöner Trab. Ist das auch, gehört das auch zum ja. Haus? Ja. Dann bist du jetzt der Großgrundbesitzer mit Pferd. Ja, da komme ich auch noch mit zum Fußballplatz. Nee. Du hast einmal dein Pferd stehen gehabt und das zweite Mal passiert das nicht. Wie heißt das Pferd? Spanni. So, wollen wir jetzt zum Sportplatz noch ein Käffchen trinken oder nicht? Können wir machen. Ja, dann komm. Müssen wir irgendwas beim Sportplatz machen? Nee. Du sagst immer nur nee. Nee, weil, ja, bin jetzt momentan auch ehrlich, die Jungs über Tag machen da was. Du redest dich fleißig raus, ne? Nee. Jawohl. Warum soll ich mich rausreden? Ja, aber irgendwas ist doch immer auf dem Sportplatz. Gestern habe ich was getan. Das ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Ja, dann müssen wir da wieder für sorgen, dass du was tun musst. Nee, du brauchst gar nicht auf dumme Gedanken kommen. Da ist doch Arbeit satt. Du weißt, dass die ganzen Blätter noch weg müssen und die ganzen Äste. Da brauchst du mir nicht jetzt in den Rücken fallen. Papa hin, ne? Ach ja, übrigens, das ist Wilkes Elternhaus, das bauen wir gerade alles um und die könnt ihr auch in YouTube sehen. Kuckuck. Ja, Kuckuck. Was wir im Sommer hier noch alles zu tun haben, da brennt der Arsch noch. Hier ist noch Vieh.
Viel, viel zu tun. Aber da kann Zuschauer sich schon drauf einstellen. Das wird ein heißer Sommer, ist er. Da kann Zuschauer sich schon drauf anstellen. Das wird ein heißer Sommer. Also heißt wieder Videos auf nackten Oberkörper? Nee. Auf Unterhose. Was kannst du blöd fragen wieder? Weißt du, du kommst auf Idee? Nee. Ganz normal arbeiten hier. Das wird hitzig und Schweiß und kann auch mal zum Krawallen kommen, aber normal sind wir ja so, dass. Dass es immer zu Krawallen kommt. Ja, weil du nervst. Jetzt schon wieder. Hab ich gestern sauber gemacht. Ja, aber die hatten noch gestern Training. Ja, mit einer Armee oder was? Und Besen nehmen, hier ein bisschen wegziehen. Zack. So kann der Nächste die Füße auch sauber machen. Jasses, nee. In Ordnung, ist ein halbes Leben. Ist mir beigebracht worden, andere nicht. Udo ist immer am Schimpfen, ne? Ja. Ja, ich hab wohl das, ne? Wir haben gar nichts gesagt. Nee. Jetzt schon Jugendspieler auf mich abbrechen, ne? Ich hab doch gar nichts gesagt. Nee, du hast nie. Ah, nee, Entschuldigung, dein Mund war es nur. Das hab ich nur Ärger. Ich könnte dich jetzt. Nee, jetzt ganz langsam. Ist Gewalt eine Lösung bei dir?